Grüße aus Osaka. Unser zweiter Tag hier in Osaka startet direkt an der Burg hier und wir sind super gespannt, das mal zu entdecken. Das ist das Wahrzeichen von Osaka. Der erste Eindruck ist phänomenal, aber ich meine, ich wusste ja schon, dass ich hier auf die japanischen Burgen stehe nach Matsumoto. Schon ganz anders, denn drin ist hier ja wirklich nur ein Museum. Also es ist super modern und man kann sich die Ausstellung angucken. Übrigens von oben nach unten und nicht andersherum. Und das ist halt ein bisschen schade, weil man deswegen halt gar nicht sehen kann, wie es original ausgesehen haben könnte. Fun Fact zu Osaka. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über Detektiv Conan geredet. Osaka spielt nämlich auch eine Rolle in Detektiv Conan. Und zwar kommen nämlich zwei der Hauptcharaktere aus Osaka, Heiji und Kazuha. Und Heiji ist so ein absoluter Lieblingscharakter in der Sendung. Das war einer der Gründe, warum ich so aufgeregt war, nach Osaka zu kommen. Und wir haben echt vor kurzem noch eine Folge gesehen, die genau hier auf dem Schloss spielt. Also auf dem Schloss und um das Schloss herum. Also genau da, wo wir gerade unterwegs sind. Und das ist so cool, weil die das sogar ziemlich echt zeichnen. Und man erkennt vieles wieder und ach, so cool. Und ja, ich liebe Heiji. Was ganz cool war an dem Museum in der Burg war, dass es Modelle gab, zum einen von der Burg an sich, aber auch von allem drumherum, was früher um die Burg war. Da hat man gesehen, dass alles, was hier jetzt einfach gepflanzt ist mit Bäumen, mit Wegen oder auch eben der große Platz da an der Burg, da waren früher überall Häuser und noch weitere Befestigungsanlagen und Soldatencamps und sonst was. Also das war mal viel mehr hier. Deswegen sieht die Burg auch so winzig aus im Vergleich zu diesem großen Graben, weil einfach noch viel, viel mehr drumherum war früher. Wir sind zwar nicht so mega die Museumsgänger, aber eines gibt es doch in Osaka, was uns interessiert hat. Und das ist auch noch bei uns im Pass inklusive, deswegen mussten wir natürlich kommen. Und das ist das Museum of Housing and Living. Und ja, hier kann man einfach ein bisschen sehen, wie Osaka früher ausgesehen hat. Das wurde hier nachgebaut. Also man kann sogar wirklich durch eine echte Straße laufen. Und das ist total cool. Und es sind auch verschiedene Zeiten dargestellt. Genau, es gibt zwei verschiedene Stockwerke mit unterschiedlichen Perioden dargestellt. Das eine ist die Edo-Periode. So um 1830 soll das hier sein. Und das andere sind so drei verschiedene Perioden, so zwischen dem späten 19. Jahrhundert und Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir sind hier im älteren Teil und laufen jetzt gleich mal so ein bisschen durch die Straße und das sieht schon super cool aus. Es gibt jedes Jahr im Sommer ein großes Festival hier in Osaka und in der Edo-Periode war es gang und gäbe, dass die ganzen Besitzer von irgendwelchen Läden einfach das genommen haben, was sie hatten und daraus dann ganz wilde Figuren gebastelt haben, zum Beispiel sowas wie diesen Löwen hier.
Wir sind jetzt in einem Okonomiyaki-Restaurant. Das wollen wir nämlich schon die ganze Zeit endlich mal probieren. Und ja, jetzt haben wir uns einfach mal eins gesucht. Im Reiseführer stand hier gelbes vegetarische Gerichte. Die waren jetzt noch ein bisschen überfordert, aber anscheinend gibt es eins mit Käse, was wohl vegetarisch ist. Und das haben wir jetzt mal bestellt und hoffen aufs Beste. Und ja, mal sehen. Also es sieht auf jeden Fall sehr beliebt aus für Einheimischen. Wir werden jetzt an unserem Tisch hier gebraten und ja, das müssen wir aber zum Glück selber machen. Ich glaube, das wird nur zu weit schief gehen. Vor allem, ich glaube, das Wenden ist gar nicht so einfach. Sim. 100 Meter weiter von dem Ort, wo wir gerade gegessen haben, ist das Hep 5. Das ist ein Einkaufszentrum und das hat so eine ganze Reihe an verrückten Attraktionen. Und die erste ist, wenn man reinkommt, direkt ein riesiger roter Portal. Jetzt sind wir direkt an der nächsten coolen Sache hier im Hep 5 und zwar dem großen roten Riesenrad. Bonus, man kann seine eigene Musik anmachen. Also ich meine, geht's noch viel cooler. Man muss einfach nur den Lautsprecher ans Handy anschließen. Und dann, naja, aber auf jeden Fall, die Aussicht ist phänomenal und es macht einfach mega Spaß, so gefühlt in die Bürogebäude ringsherum einfach reingucken zu können. Hier oben sind wir gerade drin. Jetzt gleich gehen wir aber noch einen Stock höher auf den Garten, der da oben noch ist, der eben auch so eine extra Plattform noch bildet. Die Aussicht war zwar wunderschön, aber wir sind jetzt wieder runtergeflüchtet, weil es so krass gewindet hat und mein ganzes Gesicht ist jetzt ganz kalt geworden. Stadtteil in Osaka entdeckt, der heißt Shinsekai und es sieht eigentlich ein bisschen aus wie Dotonbori, sehr bunt, es gibt wieder riesige Werbung an allen Gebäuden und es sieht mega cool aus und direkt hinter mir ist ein ganz großer bekannter Tower und auf den gehen wir jetzt hoch. 5階の展望台には幸運の神様ビリケンの像が安置されている。Anscheinend hier im Disco Tower gelandet. Also es ist schon richtig lustig und es sieht auch ganz gut aus. Bloß man sieht nicht mehr viel, weil durch das ganze Licht kann man kaum mehr rausgucken. Also der Kontrast ist schon groß und wenn man wirklich für die Aussicht herkommt, sollte man lieber aufs Umeda Skybuilding steigen als hier rauf. Aber der Tower hier hat auch was. Also er hat auf jeden Fall. Boah. We'll be right back.
wäre halt wirklich einfach so eine coole Location für eine Geburtstagsparty. Also Ziel auf alle Fälle, irgendwann, wenn wir in Osaka leben sollten, dann die Geburtstagsparty findet hier statt. Das war schon unser zweiter und leider auch letzter Tag hier in Osaka. Morgen geht's dann weiter nach Kyoto. Wir haben jetzt gerade nochmal ausgerechnet, wie viel wir jetzt eigentlich für den Pass ausgegeben haben und was wir dafür bekommen haben. Also wir haben 3.300 ausgegeben für den Pass. Und wenn man alle Attraktionen hochrechnet, die wir jetzt gemacht haben, dann wäre das 8.900 Yen. Also insgesamt haben wir 5.600 Yen mehr gemacht, als wir eigentlich bezahlt haben. Das ist doch schon ziemlich, ziemlich cool. Was wir in Kyoto sehen, das gibt's im nächsten Video.